Das Wunder einer alten Stadt. Mitten in der freien Landschaft, hinter Mauern, eine kleine Welt, eine Welt im Kleinen. Ein gebauter Kosmos, ein Kunstwerk, ein Gehäuse. Haus an Haus, dicht beieinander, Sinnbild von Schutz und menschlichem Zusammenleben, von Gemeinsamkeit, Behagen, Wärme, gebaute Nachbarschaft, gebaute Lebensräume. Ein Geflecht von Gassen, ein Gewimmel von Dächern, Giebeln, Türmen, unentwirrbar auf den ersten Blick, wie von Kindern unbekümmert hingespielt. Auf den zweiten Blick wird man dann schon geführt von den langen Häuserzeilen, von den Straßen, die von einem Tor zum anderen führen. Und dann spürt man schon die geheime Ordnung, die in diesem gebauten Gehäuse steckt, die Logik des Gerüsts, die langen, breiten Wege der Hauptstraßen und die Möglichkeit, durch schnelle Gassen abzukürzen und die Stadt in der Querrichtung abzugehen, wie die Sprossen einer Leiter. Und so sehr die Stadt als Einheit wirkt, als Ganzes, als ein Körper, bald entdeckt man doch die Spuren eines Wachstums. An so einem deutlichen inneren Gassenring war die Stadt einmal zu Ende. Da gab es einen Mauer- oder Palisadenring, über den erst in einer späteren Phase die Stadt hinüberwuchs, wie die Jahresringe eines Baumes. An den Grenzen solcher Stadterweiterungen gibt es immer einen Rhythmuswechsel. Da verbreitern oder verengen sich die Straßen, denn immer, wo man neu beginnt, da fallen Entscheidungen, sind andere Köpfe am Regieren und am Bauen, da gibt es neue Zwänge, neue Wege, neue Möglichkeiten, und sowas spürt man in dem Grundriss jeder alten Stadt. Und fast immer ist auch abzulesen, wo die Stadt einmal ganz klein begonnen hat, meist ist das heute noch ihre Mitte. Auch wenn diese Mitte weit am Rand liegt, wie hier in Dinkelsbühl, gleich beim uralten Flussübergang und an der markanten Kreuzung zweier Straßenzüge. Der Punkt, den heute groß und mächtig die Stadtpfarrkirche St. Georg markiert. Natürlich stand dort früher eine weitaus kleinere Kirche, aber die Regel gilt: Altäre wandern nicht. So wird der Neubau wohl einen alten Friedhof überbaut haben und stößt mit seinem Langhaus heute weit in die alte Straßenkreuzung herein. Diese Straßenkreuzung am Flussübergang ist sicherlich der Urgrund für die Gründung einer Siedlung hier, denn es sind uralte, wichtige Fernstraßen, die sich an der Wörnitz kreuzen, Handelswege von Süd nach Nord, von Ost nach West. Das älteste Kerngehäuse der Stadt. Immer sind da die Straßen besonders stark gekrümmt, sprengen die Häuser seltsam hart und unlogisch in den Straßenraum. Da gibt es Versetzungen und Knicke, das alles wirkt kompakt und dicht, wie der Anfang eines Wollknäuels. Ein Grund ist, dass da, wo die Stadt einmal sehr klein und niedrig anfing, heute die größten Häuser stehen, die bedeutendsten und reichsten Häuser der ganzen Stadt. Denn zur Mitte drängte zu allen Zeiten das Geld. Da wurden Grundstücke zusammengekauft und überbaut. In Dinkelsbühl war diese Phase um 1550 etwa erreicht. Und immer noch ist hier das Zentrum 700 Jahre lang. Stadtkerne haben ein unglaublich zähes Leben. Selten, dass ein alter Mittelpunkt an eine neue Stelle wandert. Die Hauptstraßen waren auch zugleich die Marktplätze der Stadt. Um den Fuhrwerksverkehr an Markttagen umzulenken, brauchte es also Umleitungsgassen. In Dinkelsbühl ist diese wichtige Parallele die lange Gasse, die längste aller Gasse, hier rechts im Bild. Auch Viehherden wurden hier durchgetrieben, damit die Hauptstraße, der Stolz der Stadt, von Schweinedreck und Kuh- und Gänsemist frei blieb.
Auf dieser Karte sind nur die Umrisse von Dinkelsbühl eingetragen und das Gerüst der alten Fernstraßen, die sich vor der Kirche kreuzen. Rechts vor der Stadt der Brückenübergang über die Wörnitz. Die alten vier Zugänge zur Stadt sind deutlich sichtbar, die Mündungen und Ausgänge der beiden Fernstraßen. Fast stimmen sie überein mit den vier Himmelsrichtungen, eine Urordnung, die fast jede alte Stadt gesucht hat, Orientierung nach der Sonne. Die Höhenlinien zeigen deutlich, wie das Gelände der Stadt am linken Wörnitzufer merklich ansteigt wie eine Arena. Vom Fluss bis hinauf zum Segringer Tor ist das ein Höhenunterschied von 20 Metern. Und die Segringer Straße verläuft sehr logisch in dem Muldenknick, wo die geringste Steigung vorgegeben ist. Alte Straßen richteten sich immer nach dem Gelände und genauso war jede Siedlung, jede Stadt, jedes Dorf eine exakt erspürte Antwort auf die jeweilige topografische Situation. Im Grundriss und im Aufbau, denn sie bauten im Gelände, nicht auf dem Papier wie wir. Alte Siedlungen sind daher immer Individuen. Serienstädte wie heute, gesichtslos, anonym, zum Verwechseln ähnlich, hat es früher nie gegeben. Denn alle alten Dörfer und Städte leben von ihrer Landschaft, von ihrem Gelände, einmalig und unverwechselbar. Die Landschaft gab den Rahmen und den Maßstab. Und die Stadt als Ganzes steigerte und krönte diese Lage, gab das immer schon als schön empfundene Bild, das schon seit dem Mittelalter gemalt oder auf Kupferstichen verbreitet wurde. Das Ereignis einer Stadt. Für den Reisenden von früher, der stundenweit durch die Landschaft gewandert oder geritten war, muss es das gewesen sein, wenn er die Türme der Stadt vor sich auftauchen sah, weithin sichtbare Signale, die höchsten, schönsten mit markanten Helmabschlüssen bezeichneten die vier Eingänge zur Stadt. Und die Pfarrkirche natürlich als das Hauptgebäude der alten Stadt. Und mit dem Durchgang durch das enge, dunkle Tor beginnt der Eintritt, der Auftritt in der alten Stadt. Der Auftritt in den Raum, in die räumliche Geschlossenheit der Straßen und der Plätze, so ganz anders als die freie Landschaft draußen. Natürlich ging der Reisende in der Mitte der Straße, schlich nicht an der Wand entlang, wie wir das heute tun, verdrängt vom tödlich schnellen Auto. Die neuen Fußgängerzonen haben diese älteste Freiheit des freien Menschen zum Teil zurückgegeben. Nur sieht man meist vor lauter Kaufhaus keine Straße mehr. In Dinkelsbühl gelingt es für Minuten in den frühen Morgenstunden und am Abend, wenn die Autos etwas seltener und langsamer werden, dann kann man es körperlich nachempfinden, dieses Geführtwerden von Giebeln, Wänden und von Türmen. Präzise Stadtgestalt. Präzise Stadtgestalt, das gilt nicht nur für den Blick von draußen und von oben. Dieses körperhafte und kompakte Beieinander spürt man auch auf den Straßen dieser Stadt. Die Häuser zu langen Zeilen zusammengeschmiedet, die Häuserwände fassen den Raum wie ein Gefäß, nutzbarer Raum von Wand zu Wand, Straßen, Plätze, Straßenplätze, klare, ablesbare Räume. Enger, weiter, Wechsel, Vielfalt. Man wird geführt von einem räumlichen Ereignis zum nächsten. Man erlebt das mit den Augen, mit dem ganzen Körper. Der, der hier hindurchgeht, wird gefasst, geführt.
eine Stadt zu Fuß. Die alten Städte sind für Schrittgeschwindigkeit gebaut, nicht für 50 oder 60 Stundenkilometer. Die Türme sind es vor allem, die die Führung übernehmen. Sie orientieren, die Blicke zu den Türmen, ihre Stellung, ihre Größe, ihr Dekor, das ist oft so untrennbar und faszinierend ausgekostet, dass man sich manchmal staunend fragt, war jetzt der Turm zuerst da oder war es die Straße? Was wir an alten Städten immer neu bewundern, ist die Harmonie des ganzen Stadtgefüges. Die Größe und Höhe der Türme etwa platzt nicht plump heraus, nicht einmal die Baumasse der Kirche erdrückt die Nachbarhäuser. Alles ist bezogen aufeinander, trägt sich, steigert sich, verbindet sich. Das Große ist gegliedert wie das Kleine, auf Nachbarschaft und Nähe gebaut. Alles hat einen gemeinsamen Maßstab und dieser Maßstab ist der Mensch. Das schnelle sich zurechtfinden des Gebauten. Das andere Wunder der alten Stadt ist ihre Deutlichkeit. Auch für den Fremden, auch für Kinder abzulesen. Die Vielzahl von präzisen Erkennungsmerkmalen, Übergeordnetes, Untergeordnetes, Haupt- und Nebenstraßen, Haupt- und Nebenhäuser sind so leicht und schnell zu unterscheiden, dass es zum Ruin führen kann, außerhalb der sogenannten guten Lagen ein Geschäft zu eröffnen. Der größte Reichtum der alten Stadt ist ihre Räumlichkeit, die Geschlossenheit der Häuserzeilen. Die Häuser stehen dicht beisammen, mit der Wand bis an die Straße gerückt. Diese Häuserwände bilden und formen den freien Raum dazwischen. Sie bestimmen Maß und Höhe, die Richtung und die Gestalt und Licht und Schatten dieser freien Räume. Bewusst sind diese Räume nicht starr genormt nach Fahrspuren und nicht nach Abstandsrichtlinien von einem Haus zum anderen, die Erbsünde des modernen Städtebaus, wo Haus und Freiraum jedwede Beziehung zueinander verloren haben. Der alte Städtebau bezieht aus diesen freien Räumen seine ganze Vielfalt und Lebendigkeit. In einem unvergleichlichen Reichtum an Formen öffnen und schließen sich die Freiräume zu Plätzen oder langgezogenen Straßenplätzen. Die Form des Freiraumes war wichtiger als die Form des einzelnen Hauses. Das Haus hatte die Form des Grundstücks und das Grundstück richtete sich nach dem Schwung der Straße, nach dem Gelände, nach den Wachstumsringen der Stadterweiterungen, wenn der Mauerring noch ein Stück weiter vorgeschoben worden war. So sieht ein Grundstücksplan der alten Stadt so aus wie etwa Felder vor der Flurbereinigung. Und nachdem überall auf dieser Welt, wo Menschen in alter Zeit gebaut haben oder gepflanzt haben, solche ewig lebendigen Muster freier Fantasie entstanden sind, so scheint dies doch wohl die dem Menschen gemäßeste Ordnung gewesen zu sein, zerstört erst durch den Sündenfall der Erfindung der Reißbrettschiene.
In Dinkelsbühl gibt es einfach keine starren Straßen, keine toten Wände. Auch die längste Gasse verliert den Atem nicht, bleibt so lebendig wie die Linien in der Hand. Es ist und bleibt ein Rätsel. Wir wissen, dass diese Straßen geplant sind, vermessen, abgesteckt. In Dinkelsbühl, wie in den meisten alten Städten, zwar nicht im Ganzen, nicht an einem Tag, aber Zug um Zug bei jeder Stadterweiterung. Wir kennen aber auch Siedlungen des Mittelalters, die auf einen Sitz gegründet und gebaut wurden, nach einem Schema. Aber niemals gibt es starre Wiederholung. Niemals gibt es Straßen mit dem Lineal gezogen. Niemals gibt es Symmetrie und niemals gibt es starre rechte Winkel. Das alles kommt erst in den Idealstädten der Renaissance, die große Architekten auf Papier entwerfen. Das Mittelalter baut vor Ort, immer wieder neu, ganz auf das Gelände abgestimmt, von Haus zu Haus. Solche Straßen baute man ganz einfach auf der Straße, nicht im Büro. Und gebaut hat eine Zunft von Praktikern. Wir kennen keinen Namen, keinen Plan. Aber ganz offenbar waren sie gewohnt, sich nur im Maßstab 1:1 zu verständigen. Im Hinterland der Hauptstraßen wird die Stadt zur Vorstadt. Da werden die Häuser einfacher und niedriger und auch die Straßenbreite schrumpft. Fast wirkt die Straße dörflich. In der Tat waren es ja oft auch halbe Bauern, Handwerker mit etwas Landwirtschaft vor der Mauer und einer Kuh im Stall, sogenannte Ackerbürger, die hier wohnten. Wir sind hier im Auslauf der sogenannten Langen Gasse, als der Umleitungsstraße für den Fernhandel. Und so stehen auch hier immer wieder Gasthöfe, die einfacheren, hier am Eck einer Straßenkreuzung, deutlich sichtbar, viele Fenster. Und hinten oft noch alte Stallungen, die heute anderen Zwecken dienen. Die Prinzipien des alten Städtebaus sind aber auch hier ganz die gleichen wie vorne bei den Reichen. Wenn sich so eine markante Situation einer Straßengabelung ergibt wie hier, dann wird auch in der Vorstadt daraus eine betonte städtebauliche Lösung. Dann muss der in dem schönen hellen Grundstück in der Gabel ohne Nachbarn auch ein besonders schönes und markantes Haus hinstellen. Denn dieses Haus bestimmt und schließt den Platz. Ohne dieses Haus würde die Straße ohne Halt zerlaufen. In Dinkelsbühl war das Gerüst der Fernstraßen bereits vorhanden. Keine Straße in unserem Sinn, sondern einfach ein breites Bündel von Fahrspuren, das da Mensch und Tier ins Gelände gelegt hatten, in freiem Schritt, jedem Hindernis aus dem Weg gehend und die leichteste und müheloseste Steigung suchend. Und das ist eben nie die direkte Gerade. Da, wo der Untergrund weich und also voller Schlaglöcher war, konnten diese alten Urstraßen 15, ja bis zu 28 Meter breit sein. Man hat als Beweis uralte Knüppellagen im Boden gefunden, mit denen solche Löcher notdürftig geflickt wurden, bevor es gepflasterte Straßen gab. Das erste Straßenpflaster in Dinkelsbühl stammt übrigens immerhin schon aus der Zeit um 1230. 28 Meter breit, das genügte für die ersten Marktplätze der Stadt. Bei späteren Stadterweiterungen wurden die Häuser ganz einfach zurückgenommen, um die nötige Breite für parkende Fuhrwerke und Verkaufsstände zu erhalten.
Dieses einfache Vor- und Zurücksprengen der rechteckigen Hauskörper schafft Bewegung, Wechsel, Vielfalt und ungeheure Raumwirkungen. Kein Haus steht wirklich in genauer Flucht zum nächsten. Immer wieder neue leichte Brechungen und Verschiebungen von Giebel zu Giebel. Das schafft die optische Lebendigkeit dieser geschlossenen Straßenwände. Die Möglichkeit, die Häuser so lebendig zu versetzen, bot sich in Dinkelsbühl geradezu an, weil die Häuser nicht direkt aneinander gebaut waren, mit einer Kommunenmauer verbunden, sondern sie hatten einen schmalen Zwischenraum, den sogenannten Winkel, der sich aus der uralten Einrichtung des Traufrechts ergab. In diesen Zwischenraum tropfte aber nicht nur das Regenwasser von den Dächern, in den Winkel reichten auch die Aborterker der Häuser hinaus, ohne Wasserspülung. Da musste man schon auf den nächsten Platzregen warten, der wieder einige Lockerung brachte und die Exkremente auf die Straße schwemmte. Daher haben die Gassen mit alter Pflasterung noch einen sehr steilen Rand, damit der Abfall wirklich auf der Gasse landete und nicht vor den Häusern liegen blieb. Eine Schmutzkrause sozusagen. In sogenannten Flossen lief das Wasser dann zur Mittelflosse und dann die Gasse hinunter, also in einer Art Fischgrätmuster. Bürgersteig. Der Bürger musste damals wirklich steigen, wenn er über dieses offene Kanalsystem stapfte. Eine besondere Situation der alten Häuser Dinkelsbühls war der offene Kellerhals zur Straße. Der Holzdeckel gibt die Kellertreppe frei, so konnte man direkt vom Fuhrwerk in den Keller laden. Das sparte eine Durchfahrt, die viel Wohnraum bei den schmalen, langen Häusern verschlungen hätte. Und obendrein ersparte man sich Schmutz. In alter Zeit lagerte der Most im Keller, vielleicht auch ein Fässchen Wein. Draußen auf dem Pflaster vor der Haustür muss man sich gestapelt Brennholz denken, Stammholz und gehackte Scheiter, eine Hausbank. Das alles trug zum Leben auf der Straße bei. Das Wohnen reichte ganz selbstverständlich in den öffentlichen Raum hinaus. Auf diesem Plan ist dunkelblau das Pflaster auf den Dinkelsbühler Straßen eingetragen. Hellblau und glücklicherweise nur auf ein Minimum beschränkt, die Straßen, die man mit Asphalt begossen hat. In Dinkelsbühl spürt man noch, welche Bedeutung das Pflaster für die Raumwirkung der Straßen und der Plätze hat. Das ist mehr als nur Dekor und auch mehr als die übergestalteten, viel zu aufdringlich und hektisch gemusterten neuen Pflasterorgien unserer Fußgängerzonen. Das alte Pflaster zeichnet und betont noch das Gelände, das kein Bulldozer begradigt hat. Und der Platz ohne harte, hohe Gehsteigkante wirkt freier und geräumiger. Die Häuser stehen nicht wie am Lineal korrigiert, sondern greifen mit all ihrer Lebendigkeit in die ungestörte Großzügigkeit des Raumes hinaus. Die Zeichnungen zeigen noch einmal deutlich die Vielfalt der Platzlösungen in Dinkelsbühl, ein Formenreichtum ohnegleichen, manchmal annähernd dreieckig, rechteckig, trapezförmig, aber eben immer nur annähernd, niemals starr und niemals geometrisch. Und jede Form entsteht fast spielerisch, mit den aneinandergereihten und versetzten Würfeln der Häuser. Die Türme und die hohen öffentlichen Bauten. Sie leiten, sie beherrschen und schließen ganze Straßenzüge als Angelpunkt. Heute sagen wir auch Dominanten und glauben fatalerweise, dass ein Hochhaus gleichen Gestaltwert erreichen könnte
wie ein Turm des Mittelalters. Auch wenn man die Türme und die hohen öffentlichen Bauten ansieht, wird man bemerken, dass ihre Gestalt meist schlicht ist und nur ein leicht veränderter, verzierter Umriss des Giebels genügt, um die markante Signalwirkung dieser Bauten zu erreichen, den Unterschied von einem Turm, von einem Haus zum anderen. In der Regel steht Giebel neben Giebel. Das war nicht in jeder Stadt so. München hatte sich zum Beispiel nur für die breite Traufseite entschieden. Die meisten Städte des Mittelalters aber liebten den steilen, schmalen Giebel, der so viel Platz für Schmuck und Verzierung bot und auch ein lebendiges Reagieren auf das Gelände, auf den Hang gewährte. Giebel an Giebel, das ist die Regel. Da aber, wo eine Seitengasse auf die Straße mündet, gibt es einen Rhythmuswechsel. An den Ecken wird eine Entscheidung fällig. Auf welche Seite richtet man den Giebel? Wo ist die wichtigere Blickrichtung? Wo braucht man eine Führung, einen Angelpunkt? Immer sind diese Eckhäuser oder Zielhäuser am Ende einer Gasse besonders auffällig gestellt, meist größer als die Nachbarhäuser, zumindest aber höher. Und alle tragen einen reicher geschmückten Giebel. Die Gliederung in Raumabschnitte. Gerade diese Schlussbauten, diese Zielhäuser sind es, die diese Raumwirkung bewirken. Oft sind sie in den Straßenraum hereingeschoben und wirken so wie eine optische Bremse. Oft sind sie aus der Bauflucht vorgerückt und erzwingen einen Richtungswechsel. Manchmal stehen sie schräg in den Straßenraum herein und führen so den Blick ums Eck in eine neue Richtung. Wo so viele Menschen eng beisammen wohnen, bleibt wenig Platz für Wiesen und für Gärten. Das war ja auch nicht nötig, denn die liegen ja 3 Minuten vor der Stadt, im ganzen Reichtum einer freien Landschaft. Trotz der Enge, trotz der vielen nahen Häuser, wirkt aber die alte Stadt niemals versteinert und niemals versiegelt. Immer wieder bleibt da Platz für einen Baum, für einen echten großen Baum, der im Boden wurzelt, nicht in Kisten, oder für einen Apfelbaum oder für das Wunder eines Holunderbusches. Immer ist es ein Baum, der in die Stadt gehört. Auf den Straßen steht die große Linde, nicht Dattelpalmen oder Rhododendronhaine, wie sie heute als kitschige Kosmetik in die Fußgängerzonen geschleppt werden. Und so ein einzelner Baum strahlt mit einer ungeheuren Kraft in einen ganzen Straßenraum hinein. Er muss nur an der richtigen Stelle stehen, glaubwürdig, nicht drapiert. Und so eine Straße wird am Ende grüner wirken als 20 Waschbetonkisten mit einem Gesteck von Suppengrün aus struppigem Cotoneaster. Bäume schaffen Räume, Schutz und lebendiges Licht, vielleicht auch einen Platz zum Sitzen oder Spielen. Beim Wirtshaus steht ein Baum nicht schlecht, oder in der Mitte oder in irgendeinem stillen Winkel eines Platzes hinter einer Mauer. Aber viel Grün muss gar nicht sein, denn Stadt ist Stadt und nicht Filmkulisse mit Rustikalkitsch. In Dinkelsbühl hat man es von der Stadtbauverwaltung her verstanden. Und man pflanzt nur sehr behutsam und nur wenig Bäume. Die Wirte freilich rollen noch Gebirgslatschen in Bierfässern auf die Straße
damit die Touristen der romantischen Straße schon auf München und die Alpen eingestimmt werden. Die alten kleinen Vorgärtchen oder der Weinstock an der Hauswand, das sind Beispiele aus Franken, wie es mit wenig Mitteln besser geht und stimmt. Der gebaute Körper einer Stadt, einer begrenzten, geschlossenen Stadt in einer freien, unzerstörten Landschaft. Das Erlebnis, so auf eine Stadt zuzukommen, können wir heute nur noch auf alten Bildern und Fotografien nachvollziehen. In Dinkelsbühl hat glücklicherweise die Hochwassergefahr der Wörnitz einen unverbauten Zwischenraum zwischen Altstadt und den neuen Siedlungen gelassen. Um den alten Mauerring der Stadt hat ein genialer Stadtbaumeister zu Beginn unseres Jahrhunderts einen Grüngürtel mit Alleen gelegt, den man bis heute respektiert hat. So ist in Dinkelsbühl noch möglich, um was sich die meisten Städte in den letzten Jahrzehnten betrogen haben. Es gibt noch Gärten vor der Stadt, eine uralte Tradition noch aus dem Mittelalter. Und Dinkelsbühl hat noch den unglaublichen Vorteil, wie ihn alle alten Städte hatten. Aus 60% aller Häuser erreichen die Bewohner die freie Landschaft in weniger als 3 Minuten Fußweg. In vielen neuen Satellitensiedlungen erreichen da die Bewohner höchstens ihren Parkplatz. Und dann sind 20 Minuten Autofahrt noch nötig, um endlich eine Gegend zu erreichen, in der man noch zu Fuß gehen möchte. Und es gibt als dritten unschätzbaren Reichtum noch einen freien Blick auf die stolze Silhouette der Stadt und einen freien Blick hinaus aus der Stadt in eine unzerstörte Landschaft. Trotz der Vielfalt, trotz des Reichtums an Gestalt, die Häuser selbst sind in der Mehrzahl einfach. Schlichte, immer gleiche Baukörper mit gleichem Dach und gleicher Dachneigung und meist auch gleicher Hausbreite und gleicher Geschosszahl. Um 8 Meter breit die kleineren, um 11 Meter herum die großen, das ist fast die Norm. 2 Vollgeschosse mit 5 oder 6 Fenstern in jedem Haus. Und trotzdem ist da eine ungeheure Abwechslung. Kein Haus sieht aus wie das andere. Und doch genügen wenige Abweichungen, meist allein im Giebel, um jedem Haus sein eigenes Gesicht zu geben. Eine veränderte Aufteilung von Fenstern und von Luken, ein leichter Wechsel im Fachwerk, ein kleiner Rhythmuswechsel in den Putzprofilen, ein kleiner Wechsel immer der gleichen wenigen Elemente. Das genügt für die Vielfalt, für den Reichtum an Gestalt der alten Stadt. Im Grunde ist das einzelne Haus auch gar nicht wichtig. Auf die Gruppe kommt es an, aufs Ganze. Der Eindruck völliger Geschlossenheit, das war der Plan. Die große Form und nicht wie heute, wo jedes Haus mit Ellbogen geboren wird, wo jedes Haus geplant wird,
als ob es keine Nachbarn gäbe, wo es das Ganze gar nicht gibt. Unsere Zeit, eine Zeit, die keine Plätze mehr baut und die vorhandenen zu Fahrspuren und Kreuzungen zerschnipselt hat. Die Stadt als Einheit, als ein Ganzes, als ein Körper. Einmal ist es die präzise Grenze zur Natur, kein Auskippen und Überschwappen des Gebauten. Zum anderen ist es die Harmonie des Stadtgefüges selbst, der Maßstab des Gebauten, die Einheit in den Formen, die Einheit auch im Material und in den Farben. Andersherum, da steht kein monströser Kaufhausklotz in Waschbeton mit schäbig schreiender Reklame, keine Monsterbank aus schwarzem Spiegelglas und eloxiertem Aluminium, kein Parkhaus sprengt das Maß mit 7 uferlosen Plattformen, da ist keine überdimensionierte Schnellstraße mit 100 Stundenkilometer Pisten durch die Häuser durchgeschlagen. Da gibt es kein Gruselkabinett einer schick frisierten, aufgemotzten Fußgängerzone mit Wasserspülung und Laternchen aus dem Gartencenter. Nicht das ewig gleiche Leuchtreklamen-Ragout von Neckermann bis Wienerwald, von Schibo-Quelle bis McDonald's. Es ist das einzigartige und leider beispiellose Verdienst der Bürger von Dinkelsbühl, ihrer Stadträte und ihrer Bauverwaltung, dass sie sich nie verführen ließen vom Goldrausch des Wirtschaftswunders, nicht von der alleinselig machenden Lehre der autogerechten Stadt, auch nicht von den Modernitäts- und Geltungsdrangkomplexen der neu gekürten Mittelzentren, von keinem Kaufhauskonzern und von keinem Verkehrsdesigner. So ist Dinkelsbühl eine der letzten Städte in der Bundesrepublik, wo man Kindern noch zeigen kann, was das einmal war. Stadt. Stadt für Menschen, Stadt zum Leben, Stadtbaukunst. Die größten Kunstwerke, die wir je besaßen. Kunst für jedermann, für jeden Tag. Und das alles gab es noch vor 30 Jahren. Und es gibt viel zu lernen aus einer Stadt wie Dinkelsbühl. Was heute wieder wichtig wird, wie sparsam alte Städte mit Grund und Boden umgegangen sind, wie dicht da 1000 Häuser aufeinander stehen und wie viel Platz trotzdem noch bleibt. Platz für Plätze, Platz für Höfe, Platz für Gärten und für Bäume. Wir sind heute fast am Ende. Das Bauland um die Städte ist aufgezehrt. Geblieben sind uns Erschließungen, Verkehrs- und Abstandsflächen, Parkstreifen und viel zu breite Straßen. Für Grün und Bäume blieb kein Platz, höchstens als Verschnitt auf Verkehrsinseln. Nach 30 Jahren Wucher suchen wir heute wieder die kompakte Stadt. Die alten Städte waren schlank und ökonomisch, weil sie zur Sparsamkeit verurteilt waren. Einmal, weil sie sich verteidigten hinter Mauern und Gräben oder weil sie die strategische Gunst des Geländes nutzten. Fast immer war das aber ein topografisches Korsett, nie mehr zu dehnen. Erst wir, mit unseren schnellen Transportmöglichkeiten und unserem Überfluss an Energie, wir konnten uns den Flächenfraß und weite Wege leisten. All unsere Städte sind umzingelt von dem gleichen Siedlungsbrei, gestaltlos, uferlos, gesichtslos, rücksichtslos. Diese endlosen Wucherungen, die Schlafstadt sind, aber nicht Stadt, durch die alle hindurch müssen, wenn sie in die Stadt wollen, zur Arbeit, zum Einkaufen, ins Theater, ins Café. Die Stadt,
Das sind die Altstädte geblieben. Die neuen haben nichts zu sagen, nichts zu bieten, keine Geschäftslage, keinen Spaziergang, keine Sehenswürdigkeit. Das ist das deprimierendste Ergebnis eines Baubooms ohne Beispiel in der Geschichte. Noch nie so viel gebaut, noch nie so unbehaust. Genügend Anlass, sich an der gebauten Qualität der Altstädte immer wieder neu zu orientieren.